etwa 250.000 Beschäftigten im Land. Alles um die Frage, bin ich genesen, bin ich geimpft oder bin ich getestet? Denn nur wenn ich eine dieser drei G-Regeln erfülle, dann habe ich Anrecht auf dieses Zeichen da, auf meinem Handy und kann weiterhin arbeiten gehen. Alle anderen müssen oder wollen zu Hause bleiben. Und es gibt auch gar einige, die sind in den vergangenen Tagen ohne Green Pass arbeiten gegangen. Ja, wie sinnvoll ist diese Green Pass-Pflicht? Darüber wollen wir heute diskutieren. Etwa 40.000 Beschäftigte in Südtirol sind weder geimpft noch genesen. Um weiterhin arbeiten gehen zu dürfen, müssen sie sich 2 bis 3-mal die Woche testen lassen. Der Andrang vor den Apotheken und Testzentren blieb bislang allerdings größtenteils überschaubar. Gleichzeitig stieg die Impfbereitschaft. Der Sanitätsbetrieb verzeichnete die beste Impfwoche seit 1,5 Monaten. Noch ändert das wenig am Status quo. Südtirol hat weiter die niedrigste Impfquote aller italienischen Regionen. Für die Wirtschaftsverbände ist die Green Pass-Pflicht ein wichtiger Ausweg aus der Pandemie. Vor allem drängen die Unternehmer auf die Impfung, um weiter arbeiten zu können. Sie wollen Arbeitsausfälle und Lieferengpässe abwenden. Zugleich spaltet der Green Pass die Gesellschaft immer mehr. Auf Protestkundgebungen marschieren Green Pass-Gegner auf. Wer schon immer gegen das Testen oder Impfen war, ist es jetzt umso mehr. Und wer es sich leisten kann, will vorerst auch der Arbeit fernbleiben. War es also richtig, den Green Pass verpflichtend für alle Beschäftigten einzuführen? Oder war es ein Fehler, vor allem aus gesellschaftlicher Sicht? Ja, eben über diese Pflicht des Green Passes, der seit Freitag gilt, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Einmal mit Andreas Leiter-Reber, dem Parteivorsitzenden der Freiheitlichen und Landtagsabgeordneten, und mit dem Fraktionssprecher im Landtag der Südtiroler Volkspartei und ehemaligen LVH-Präsidenten Gerd Lanz. Schönen guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lanz, seit Freitag gilt eben diese Passpflicht. War es denn aus Ihrer Sicht der richtige Schritt, dass man alle Beschäftigten im Land verpflichtet, diesen Pass zu haben? Ja, ich denke schon. Es war ein Schritt in die Richtung, die Pandemie zu bekämpfen, einer Lösung zuzuführen. Man hat ja in den letzten Monaten mehrere Maßnahmen ergriffen. Und ich glaube, dass die Summe dieser Maßnahmen nun doch dazu führen kann, dass wir diese Pandemie endlich auch überstehen. Ich glaube, wir haben alle darunter gelitten, wir haben alle die Probleme gesehen, wir haben alle große Herausforderungen gemeistert und ich denke, es war notwendig, jetzt auch ein klares Signal zu geben, dass wir einfach alle aufgefordert sind, auch einen Beitrag zu leisten, um dieses Problem eben zu lösen. Also mit Signal meinen Sie, dass man sagt, okay, wir brauchen auch eine Pflicht, damit alle Beschäftigten diesen Standard, wenn wir es so nennen wollen, diesen Green Pass haben, um dann aus dieser Pandemie herauszukommen? Mit Signal meine ich vor allem, dass es wichtig ist für die Bevölkerung zu verstehen, dass wir mehrere Möglichkeiten haben und dass wir diese Möglichkeiten konsequent umsetzen müssen. Dazu gehören natürlich auch noch die Abstandregeln und die Maskenregeln. Und ich glaube, wenn wir jetzt es auch schaffen, dass wir durch diese Anwendung, sei es vom Testen als auch von Impfen, eine vernünftige Quote erreichen, dann glaube ich schon, dass wir auch in naher Zukunft mit Erleichterungen rechnen können. Herr Leiter-Reber, die Signalwirkung dieser Passpflicht, wie sehen Sie die? Ich sehe das Signal für völlig falsch und ich halte den Green Pass in dieser Form auch für völlig überzogen und auch für kontraproduktiv. Auch was unsere Gesellschaft betrifft, und ich sage es auch ganz offen, es gibt hier wesentliche Gründe. Die drei wesentlichsten für mich, das sind zum einen das Recht auf Arbeit, was ein Grundrecht ist, auch wenn die Grundrechte seit 18 Monaten ja in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle mehr zu spielen zu scheinen, aber es ist dort ein Entrecht. Und dann auch aus medizinischer Sicht versteht kaum jemand, warum jetzt, wo unsere Krankenhäuser ja nicht ausgelastet sind, wo wir sagen, wir haben zum Glück wenig Intensivpatienten, dass man jetzt zu solch drastischen Maßnahmen greift. Und dann vor allem, und das ist das, was uns, glaube ich, hier auch unterscheidet, es gibt ja keinen gleichwertigen Zugang zum 3G. Denn gleichwertig heißt, dass ich allen Bürgern die Möglichkeit gebe, auch den Zutritt zu den gleichen Kosten zu haben. Und wenn ein G 250 Euro im Monat kostet, dann ist das nicht gleichberechtigt. Und dann kommt eben genau das Gegenteil heraus, dass die Menschen verstehen, hier ist eine Willkür am Werk und nicht die Aufklärung und die Vernunft, um die Maßnahmen zu verstehen oder auch fürs Impfen zu entscheiden, sondern eben ein indirekter Zwang und ein Druck. Und ich glaube, dass da das Gegenteil dabei herauskommt.
Bevor wir vom Testen sprechen, sprechen wir von diesem Zeitpunkt, der gewählt wurde, dieser 15. Oktober. War denn der Zeitpunkt der richtige aus Ihrer Sicht, Herr Lanz? Also hätte man in einer Situation, wo die Pandemie recht unter Kontrolle scheint, ist das der richtige Zeitpunkt, so eine Pflicht einzuführen? Ja, es ist ja so, dass wir auch im vergangenen Jahr gesehen haben, dass genau im Herbst wieder die Zuspitzung war. Wir wissen, dass es im Winter dann auch zu den extremen Ausbrüchen kam. Und insofern war es notwendig, jetzt eine Maßnahme zu treffen. Ich glaube, es geht hier nicht jetzt um den Stichtag 15. Oktober, sondern es ging auch um die Zeit vorher, die Ankündigungen, dass jetzt ernst gemacht wird. Und ich denke, deswegen war es einfach wirklich diese Signalwirkung auch zu sagen, wir müssen jetzt was machen, wir wollen was machen. Und ich kann das jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass wir sagen von gleichberechtigtem Zugang. Wir haben eine Gruppe unter den 3Gs, das sind die Genesenen, das heißt, die waren krank. Darunter waren wahrscheinlich auch einige, die schwer krank waren. Und wenn wir jetzt sagen, okay, dann sollten alle mal gleich krank sein, dann verstehe ich diesen Ansatz nicht. Denn wir wissen, dass die unterschiedlichen Maßnahmen immer unterschiedliche Auswirkungen haben werden, aber auch unterschiedliche Voraussetzungen. Hier bietet man Lösungen an. Man kann sich frei entscheiden und man kann sich auch entscheiden, keine 3G in Anspruch zu nehmen. Also wie gesagt, beim Testen oder Impfen. Und das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Und ich respektiere das auch. Ich verdonnere da niemanden. Nur wir müssen ja auch ein bisschen zurückschauen. Wir haben jetzt eine Pandemie seit 1,5 Jahren. Wir haben die Pandemie weltweit. Wir haben jetzt, Gott sei Dank, niedrige Zahlen in den Krankenhäusern, was wahrscheinlich darauf zu führen ist, dass doch die Maßnahmen langsam greifen, denn sonst hätten wir andere Zahlen. Und insofern glaube ich schon, dass man hier auf einem Weg ist, der Sinn macht. Man darf die Genesenen, Sie sprechen von Genesenen, aber die Genesenen werden ja in Italien und in Südtirol nicht anerkannt. Also es werden nur jene anerkannt mit einem positiven PCR-Test in der Vergangenheit, im Gegensatz zu Österreich, wo die Genesenen mit Antikörpernachweis auch effektiv nachgewiesen werden. Wir haben 80.000 Genesene, jetzt offiziell Genesene, die Dunkelziffer ist ja um einiges höher, konservativ gerechnet 3-mal höher. Dieser Prozentsatz ist ja auch dazu zu rechnen zur Impfquote, die wir haben. Und die ist nicht so schlecht, wie immer behauptet wird in Südtirol. Man weiß, dass im deutschsprachigen Raum die Impfbereitschaft geringer ist als in anderen Ländern. Das ist so, das ist auch bei anderen Impfungen so. Und ich halte es für falsch, hier immer von dieser Panik zu sprechen, dass wir, weiß Gott, wie weit abgeschlagen werden, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern mit ähnlicher Impfquote, Jens Spahn zum Beispiel, Deutschland, wo einige Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg, also nicht nur der tiefe Osten, wo so eine gleiche wenn, oder auch geringere Impfquote haben wie wir, der jetzt sagt, im November werden wir überlegter zu öffnen, geschweige denn die nordischen Staaten, die hier ja schon lange vorausgegangen sind. Also das heißt nicht, dass man die Maßnahmen schlecht redet und so weiter. Im Gegenteil, aber ich glaube einfach, dass es mit der Überzeugung besser funktioniert als mit dieser indirekten Pflicht. Aber eine Sache muss ich da schon anfügen. Wieso lässt sich aber dann fast niemand testen oder fast niemand? Es sind tausende Personen, die sich in den vergangenen Tagen nicht haben testen lassen, obwohl Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann gewarnt hat, dass es zu einem Chaos kommen wird. Warum ist das nicht dazu gekommen? Man muss schon einmal in Frage stellen beziehungsweise ganz sicher sein, sprechen wir von diesen 40 oder 50.000, die der Landesrat propagiert hat noch vor einigen Tagen. Es wären 50.000 Arbeitende, die nicht geimpft sind, trifft diese Zahl zu. Und dann muss man ja auch sagen, es sind ja nicht nur es sind ja auch Selbstständige, zum Beispiel, was weiß ich, der Bergbauer in Martell ist verpflichtet, der zählt dazu. Ich weiß nicht, ob der alleine auf seinem Hof dann runterfährt zu impfen, wo er sagt, ich treffe den ganzen Tag niemand. Oder auch der einzelne selbstständige Maurer als Einzelbetrieb, Einzelfirma. Das kann man nicht beurteilen, aber ich warne davor zu sagen, die Hälfte geht jetzt ungeimpft oder ungetestet zur Arbeit, denn man kann es ja nicht feststellen. Also das funktioniert, wenn dann über die Kontrollen, die ja schon angekündigt worden sind, die jetzt verschärft werden sollen, aber auch da ist man ja nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, das Angebot kostengünstig zu garantieren, beziehungsweise auch das Land,
denn auch das Land könnte hier reinspringen und auch die Kontrollen nicht durchführen kann, dann frage ich mich schon, wie ernst ist es mit so einem Gesetz? Und das ist halt in Italien, wie wir wissen, meistens so, dass man dramatisch was einführt und danach nicht imstande ist, überhaupt einen konformen Ablauf garantieren zu können, unabhängig von der Sinnhaftigkeit. Herr Lanz, Sie waren ja Präsident des Handwerkerverbandes, also Sie kennen die Realität, die vor allem kleine Handwerksbetriebe betreffen. Die haben vor dieser Testpflicht gestöhnt oder der Passpflicht gestöhnt, was da auf sie zukommen wird. Wie schätzen Sie denn da die Situation ein? Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Ich möchte vielleicht mit etwas beginnen, was wir vergessen in dieser ganzen Diskussion. Wir haben in Südtirol ca. 250.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Großteil davon hat sich entweder testen lassen, hat sich entweder impfen lassen oder hat den 3G-Nachweis. Und wir sprechen jetzt von einer Gruppe, und das ist zu respektieren, wo es Unsicherheiten gibt, wo es Befürchtungen gibt, dass es die Daten nicht stimmen, die Fakten nicht stimmen, wir haben es ja gerade gehört. Man kann ja alles in Frage stellen. Nur darf man eines nicht in Frage stellen. Wir haben eine Pandemie, wir haben eine Situation, wo Menschen gestorben sind. Und wir haben die Verpflichtung, da alles zu tun, um solche Situationen zu vermeiden. Und natürlich ist jetzt der Betrieb, der Inhaber, die Inhaberin davon direkt betroffen. Sie müssen kontrollieren, sie müssen mit den Konsequenzen leben, wenn der Mitarbeiter nicht mehr kommt am Montag. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben aber auch gesehen, dass es genau in den letzten Tagen hier Lösungen gegeben hat, wo Betriebe gemeinsam mit Mitarbeitern Lösungen gesucht haben. Wir haben sehr viele Testzentren, die entstanden sind, wo vor Ort eine Lösung gesucht worden ist mit einem Arzt, mit einem Mediziner. Und Gott sei Dank machen es die Betriebe. Ich bin ganz ehrlich gesagt auch stolz darauf, dass wir in Südtirol noch sehr viele Menschen haben, die auch an den Lösungen mitarbeiten. Ja. Ich kann natürlich alles in Frage stellen. Na, und ein Punkt vielleicht noch. Ja, vielleicht kann ich reden, wenn ich rede. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt eine Dunkelziffer, ja, wird es die geben, aber die gibt es überall. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben bei uns die 3G-Pflicht, dann wissen wir, dass Österreich in den nächsten Tagen auch die 3G-Pflicht einführt. Also ich verstehe nicht, warum wir die Lösung als solche verdonnern. Wir sollten daran arbeiten, dass wir sie besser machen. Wir sollten darüber reden, wie können wir die Leute unterstützen. Ein Beispiel, Testzentren. Wir wissen nicht, wo diese 40.000 Personen sind. Wir wissen nicht, sind die alle im Bussertal, sind die alle im Maisacktal. Wo sollen wir dann flächendeckend Testzentren hingeben? Wo sollen wir einen Dienst anbieten? Da sind wir dann wieder beim Privacy-System. Also heißt, es wird sich einpendeln und ich glaube, es wird ja auch eine Lösung geben, die funktioniert. Herr Leiter Reber, lassen Sie mich, bevor Sie antworten, Sie können dann... sagen, weil man kann nicht Österreich hernehmen, wenn es einen gerade in den Kram passt, aber bei der ganzen Antikörpernachweis, da nimmt man es nicht her. Oder auch bei der Impfpflicht in den Krankenhäusern, auch in den 90 Tagen, schauen Sie nach. Oder auch bei den Krankenhäusern, wo wir unsere Leute sozusagen dann von der Arbeit wegschicken, wo sie draußen ja auch mit dem Test arbeiten können. Gut, es geht ja um das Gesundheitssystem. Herr Leiter Reber, lassen Sie mich bei den Tests hier einhaken. Und zwar hat ja heute die Landesregierung beschlossen, dass sie die Preise erhöhen will, also dass die Apotheken jetzt zahlen müssen. Ist denn das der richtige Weg aus Ihrer Sicht? Ich betone es noch einmal. Zuerst hat es geheißen, wir haben die Ressourcen nicht und wir hätten das Geld nicht. Kollege Lanz, Sie und Ihre Partei haben ja erst jetzt beim Nachtragshaushalt 95 Millionen, die an Covid-Geldern übrig geblieben sind, die sind einfach in den Reservefonds gewandert. Die stehen der Landesregierung zur freien Verfügung, braucht nicht einmal mehr in den Landtag. Also das sind Gelder, die man gerechnet hat, die brauchen wir für die Pandemie. Haben wir zum Glück, Gott sei Dank, nicht gebraucht, weil die Wirtschaft nicht so stark betroffen wurde, wie man ursprünglich gemeint hat. Und wenn man jetzt nicht hergeht und sagt, wenigstens die Hand ausstrecken und zu sagen, versuchen wir hier den Bürgern entgegenzukommen, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Also das mit den Ressourcen stimmt in diesem Moment einfach nicht. Und man geht jetzt einfach her und sagt, ja, der böse Staat hat das eingeführt und wir müssen jetzt halt schauen, wie wir tun. Und nur zum Thema Wirtschaft. Ich habe vollstes Verständnis für die Wirtschaft, die natürlich alle Möglichkeiten sucht. Nur, was ist denn die Alternative? Die Wirtschaft hat ja immer noch in Erinnerung, der Staat, entweder Draghi oder Kompatscher, kommt mir morgen mit einem Dekret um die Ecke, der mir meinen Betrieb zusperrt. Das ist die Alternative. Wenn ich diese Alternative habe, die ja keine ist, dann mache ich ja alles mit. Dann ist egal, ob ich, auch wenn Sie morgen sagen, ihr dürft nur mehr von Montag bis Donnerstag Mittag oder bis 10:30 arbeiten, dann werden wir das halt auch machen, wenn die Alternative ist,
morgen kommt wieder ein Dekret, das zusperrt. Also das kann man nicht sagen, dass man, dass die Wirtschaft hier Hurra schreit und sagt, ich mache das mit Freude, ich mache das gerne, sondern ich muss halt das Bestmögliche machen mit den Dekreten und Gesetzen, die mir die Politik vorgibt. Bevor wir von der Politik weitersprechen, schauen wir nochmal zurück auf den vergangenen Freitag. Da fand ja eine große Demonstration auf dem Silvius-Maniago-Platz in Bozen statt. Und da gingen ja einige Bürger auf die Straße, die es gegen die Politik hatten. Schauen wir uns die Bilder an. An die 1000 Menschen standen vor dem Landtag. Organisiert wurde die Protestkundgebung von verschiedenen Gruppen über soziale Medien im Internet. Mit Plakaten zur Corona-Politik und Sprechchören brachten sie ihren Unmut zum Ausdruck. Die Corona-Maßnahmen seien zu stoppen. Zum Schluss kam dann der Auftritt des ehemaligen Landeskommandanten der Schützen, Jürgen Wirth Anderlan. Er mischte sich unter die Menge und wetterte gegen die Landespolitik. Vor die Unzing, vor die nicht Respekt haben, sind genau die Leute, was in den Haus da drin sitzen. Seine Forderung war dann auch klar: Freiheit statt Greenpass-Pflicht. Also wieder eine Politikerschelte, Herr Lanz, das hat man in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, diese Forderungen nach Freiheit, Freiheit. Was gewinnen Sie denn dieser Protestkundgebung ab? Ja, es macht mich nachdenklich, denn wenn wir sehen, dass Leute hier auf einem Platz frei demonstrieren können, ihre Meinung äußern können und dann Zugang von Freiheit rufen, dann mit jedem Respekt, dann haben sie wahrscheinlich nicht verstanden, was Gefangenschaft ist, dann haben sie nicht verstanden, was Sanktionen sind, dann haben sie nicht verstanden, was wirklich Beeinträchtigungen sind. Und ich habe es auch jetzt hier in dieser Debatte schon gehört und das ärgert mich auch ein bisschen, wenn wir immer wieder hören, dann kommt Draghi und sperrt zu. Wir haben eine Verpflichtung. Die Opposition kann natürlich im Nachhinein sagen, was besser wäre, was anders wäre. Wir werden an dem gemessen, was wir machen. Das ist unsere Verantwortung und haben die Verantwortung, Menschenleben zu schützen. Diese Pandemie hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser überlastet waren. Sie hat dazu geführt, dass Menschen gestorben sind. Dann kommen jetzt wieder manche Leute und sagen, ja, es waren eh nur Alte. Ich frage mich, in welcher Gesellschaft leben wir, wo wir so reden? Und ich denke, dass die Politik hier Verantwortung übernehmen muss. Das haben wir gemacht. Aber hätte ein anderer Ministerpräsident, der jetzt politisch mehr unter Druck gestanden hätte wie Draghi, diese Maßnahmen vielleicht auch noch zurückgezogen, wenn er diesen ganzen Protest in Italien gesehen hätte? Was festzustellen ist, ist, dass mit Draghi ein neuer Politikstil in Rom ist, momentan. Wir hoffen, dass er auch länger anhält, weil er wirklich auch die Sachen durchzieht, in anderen Bereichen auch und insofern, dass er auch notwendig ist. Und natürlich gibt es dieses Konfliktpotenzial. Natürlich gibt es die unterschiedlichen Meinungen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man diesen Protest gesehen hat, dann habe ich Respekt vor allen Menschen. Ich habe nicht Respekt vor einigen, die hier Parolen schwingen und selber im Leben noch nichts gerissen haben. Und mit jedem Respekt, dann müsste man einfach mit Lösungen kommen und sagen, wie haben wir diese Lösung auf dem Tisch? Ich glaube, wir haben noch nie was Sinnvolles bekommen, außer dass wir sollten mehr Zitronen essen, aber ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter. Nein, der Opposition vorzuwerfen, hier nicht vernünftig gehandelt zu haben in den letzten 1,5 Jahren. Das ist infam. Also so wie Sie es gesagt haben, die Opposition macht sich leid, die kann hinten nach immer gescheit sein. Die Opposition, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, Herr Lanz, das haben wir im Landtag vielleicht mehrere. Aber ich kann Ihnen nur sagen, die Opposition. Das werden wir hier jetzt nicht klären können. Ich glaube, das kann auch ein öffentlich-rechtlicher Sender beurteilen, dass die Opposition in diesem Land bei wesentlichen Sachen immer wieder die Vernunft gezeigt hat und nicht irgendeinem Populismus verfallen ist. Das ist ganz klar. Nur mit diesem Lobgesang auf Draghi und die Maßnahmen unterstellt man ihr gleichzeitig, als wären alle anderen Länder, die einen anderen Weg gegangen sind, mit derselben Welle beziehungsweise wie wir es jetzt in den Nordischen haben, dass die alle unvernünftig wären. Das ist ja nicht der Fall. Und kommen wir jetzt zu den Protesten am Landhausplatz. Lassen Sie mich da eine Frage stellen. Es ist noch nicht so lange her, da waren Sie Gast hier im Pro und Contra und hatten Jürgen Wirth Anderlan verteidigt. Damals ging es um das Rap-Video. Jetzt wirft er der Politik grundsätzlich vor, diese Freiheit der Menschen zu beeinflussen oder zu beschränken. Fühlen Sie sich da mitverantwortlich?
ich mich mitverantwortlich für Wirtschaft. Ich fühle mich für mich verantwortlich und für meine Partei und für sonst niemanden. Ich kann Ihnen nur sagen, was sehen wir hier am Landhausplatz und bei den sonstigen Protesten in Italien? Das in Landhaus, auf dem Landhausplatz war ja ein laues Lüftchen, wenn wir uns anschauen, was in Rom oder in Triest und so weiter vorfällt. Und wir sehen das, was die Politik hier auch produziert hat. Wir sehen hier diese Spaltung, die de facto da ist. Warum? Weil man eben nicht versucht hat, die Menschen positiv zu überzeugen, sondern immer an den Pranger mit dem moralischen Zeigefinger, wer sich nicht impft, ist ein Schlechter, die anderen sind die Guten. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz, der ganz viele, das bin ich überzeugt, das sind nicht absolute No-Vax, wie wir sie auch von anderen Impfungen kennen, sondern hier sind ganz viele mit Zweifel, ganz viele, die einfach noch mehr Antworten für sich brauchen, denen bestimmte Maßnahmen auch nicht klar sind. Und ich glaube, dass hier eine Aufklärung und die gesamte Wissenschaft, nicht nur ein Teil, nicht nur eben, deswegen sage ich ja auch, sei es die Antikörper als wie auch andere Studien, wenn wir schon von Genesenen sprechen, ansonsten brauchen wir es nicht tun, dass die einberechnet werden. Und ich glaube, dass man mit dieser Überzeugung viel mehr erreicht als mit der Spaltung. Denn was passiert hier? Es solidarisieren sich sowohl die Geimpften als auch die Nicht-Geimpften und dann kommt es auch zu einer Radikalisierung. Herr Lanz, spalten Sie die Gesellschaft mit dieser Green Pass-Pflicht? Also hat man da, setzt man da zu sehr auf dieses Prinzip? Ja, momentan sprechen wir bei jeder Entscheidung vom Spalten. Und ich glaube, es müsste in jeder Dialektik klar sein, eine Entscheidung für ein Thema ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen ein anderes Thema. Natürlich kann man das als Spalten bewerten. Natürlich kann man sagen, die wollen uns nicht hören. Aber ich glaube, es ist Aufgabe. Und ich möchte auch noch etwas betonen. Es sind Aufgabe, es sind Maßnahmen, die demokratisch gefällt wurden. Und wir haben mittlerweile ein Gesprächsklima, wo man dann sagt, ja, aber das ist nicht meine Mehrheit. Da müssen wir dann ein anderes Gremium und noch in ein anderes Gremium, bis dann plötzlich nur einer übrig bleibt und der sagt dann seine Wahrheit. Natürlich sind die Maßnahmen, Kollege Leiter-Reber, Sie wissen ganz, Sie haben vorhin etwas gesagt, auf dem Reservefonds liegen 95 Millionen. Sie haben das so populistisch gesagt. Sie haben wortwörtlich gesagt, die Regierung kann dieses Geld einfach nehmen. Kann sie nicht, denn wir wissen ganz genau, dass das Geld aus jedem Kapitel über den Landtag in andere Kapitel genommen Gut, wird. Gut, da muss ich Sie zu, jetzt müssen wir das Gespräch leider beenden. Wir sind über der Zeit. Wir werden das mit dem Reservefonds heute nicht hier klären können. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen für die Diskussion. Was denken denn Sie zu Hause über die Green Pass-Pflicht? Ist es der richtige Weg, den Südtirol und Italien da beschreitet, auch irgendwie als Vorreiter, was diese Maßnahmen anbelangt? Oder geht das in eine falsche Richtung? Sie können morgen anrufen und zwar können Sie mit dem Vorsitzenden des autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes ASGB, Toni Cenet, im Mittagsmagazin im Radio von Reis Südtirol nach 13 Uhr diskutieren. Hier sehen Sie jetzt die Telefonnummer eingeblendet, mit der Sie uns dann im Studio erreichen. Das war Pro und Contra für diese Woche. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die Diskussion. Kommende Woche zur selben Sendezeit findet dann die nächste Diskussionsrunde hier auf Reis Südtirol statt. Ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.